Und wieso dürfen die so schnell hintereinander angreifen? Das ist unfair. Wir machen das jetzt einfach mal so, denn ich vermute mal, dass wir in den Gebieten Bosskampf noch auf uns wartet. Und da brauche ich noch ein bisschen von meinen Angriffspunkten. Und ihr könnt tatsächlich um Hilfe rufen. Hätte ich nicht erwartet. Was eins auch wieder ein Vorteil für uns ist, denn wenn sie um Hilfe rufen, bekommen wir mehr Erfahrungspunkte. Von daher sage ich eins immer, das ist doch eigentlich doch recht gut. So, schauen wir mal, was hier oben noch so tolles ist. Und da geht's lang, da geht's nicht lang, es geht nur da lang. Können nur diesen Weg gehen zu den Kokatreis und sie besiegen. Was wir eh vorhatten. Meine Spinne wird langsam wieder so ein Überflieger. So, dann hätten wir das auch erledigt. Ich war gerade ziemlich ruhig, das tut mir doch sehr leid. Wow, bitte nicht hinterher... Och, ist ja nur einer. Das geht ja noch. Ich dachte schon, es kommt hier so eine Riesenmotte, die uns alle einschläfert und der Kampf dann 7 Minuten dauert, nur um zu sterben. Ist toll, oder? Jeder, der weiß, was ich damit meine, der hat meine letzten Videos geguckt, weil ich hatte ein Video mit genau einem Kampf und dieser Kampf ging 7 Minuten. Und danach war ich tot und durfte nochmal anfangen und 3 Minuten habe ich davon gezeigt. Hier könnte ich zum Beispiel jetzt immer runter. Ich denke mal, ich bekomme auch bald Bovier. So. Komm runter. Perfekt. Diese Riesenmotte da meine ich übrigens. Die einen ständig wie einen schläfert. Ist für mich persönlich etwas ungünstig, wenn alle Partymitglieder eingeschläfert sind und wenn man wieder beleben will, wird man wieder eingeschläfert. Und die sind... Ich glaube, die Motte kann genau 2 Attacken. Einschläfern und Whirlwind. Und die meist die Attacke, die es für 80% einsetzt, ist Schlaf. Ist sehr praktisch, ehrlich gesagt. Ich habe mir schon überlegt, was passiert, wenn in einem Kampf, wo nur sie ist. Schläfert sie uns dann die ganze Zeit nur ein, oder wie? Und ich hoffe, dass sie jetzt weg ist. Schön. Und sie auch. Perfekt. Solche Fragen habe ich mir schon gestellt, ehrlich gesagt, bei solchen Gegnern. Und wir gehen weiter voran und schreiten immer weiter voran im Spiel. Das macht uns Freude und Spaß. Und ich hoffe, meine Stimme ist mittlerweile auch lauter, weil ich habe mein Mikro etwas höher gedreht. Auf 10 dB. Ich hoffe, das reicht aus. Und ich muss nicht auf 20 gehen. 20 könnte nämlich durchaus etwas zu laut sein. So, und weg mit dir. Es steht uns nur noch einer bevor. Noch ein Kokatreis. 2, 3. Oh. So, das dürfte der Kampf dann auch gewesen sein.
Ihr könnt keine Hilfe rufen. Die maximale Anzahl an Gegnern ist, glaube ich, 3. Zumindest habe ich noch nie mehr als 3 gesehen. Wer mich da verbessern will, kann das gerne tun. Ein mysteriöses... Boah. Noch eins. Und ich glaube, ich bin hier total falsch. Nee, stopp, von hier kam ich, glaube ich, und bin dann da oben hin. Ja, stopp hier unten. Da könnte ich wieder runtergehen, dann tun wir das doch mal. Da ist eine Truhe. Ah, da ist ein Schalter. Und wir zwei von denen. Wie schön. Machen wir mal ganz schnell, um noch auf den Schalter zu kommen. Kritisch. Doch nicht, verfehlt. Hätte ja klappen können heute. Einer ist weg, ist nur noch einer da. Und der wird auch gleich weg sein. Und der hat um Hilfe gerufen. Schön. Soll uns aber nicht weiter stören, weil, wie gesagt, es gibt alles Erfahrung und Erfahrung ist gut für uns. Vielleicht ruft er jetzt auch nochmal um Hilfe, dann sind wir bei 4 Gegnern in einem Kampf. Nein, er greift an. Okay, können wir auch gelten lassen. Das andere wäre mir zwar lieber gewesen, aber man kann nicht alles haben. So. Können wir nämlich hier runtertüren. Und ich glaube, nee, ich hab's noch nicht versaut. Oder doch? Doch, ich glaube, ich hab's schon versaut. Gut, dann gehen wir nochmal kurz zurück. So, und laufen noch mal hin. Konnte ja nun wirklich keiner ahnen, dass die Kiste dafür da ist. Jo, und der Kampf wird diesmal recht schnell gehen, weil es nur einer. Auch gut. Habe ich nämlich kein Problem mit. Umso schneller kommen wir nämlich voran. So. Und diesmal machen. Okay. Interessant, dass wir diesmal nicht den Topf darauf stellen mussten. Ach du Schreck, 2 von denen. Slash all. Risky Hit. Heilung. Und den Kampf so schnell wie möglich beenden. Weil mir die Gegner etwas zu gefährlich sind. Weil zwei... Was ist schlimmer als einer, der einschläfern kann? Richtig, zwei, die das können. Und in Zweifel tun sie das auch. Lass sie sterben, lass sie sterben. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. Oh, ich wusste es. Es musste ja kommen. Lasst wenigstens einen nicht einschlafen.
Schön. Und das war's dann mit dem Kampf. Zum Glück. Und genau an dieser Stelle machen wir auch Schluss für heute. Und ich sag bis morgen, Leute.